Machst du jetzt Beatbox und ich rap zuerst oder rap ich und du machst Beatbox? Nee, lass mal lieber. Mach mal das, was wir am besten können. Labern. Also, warum stehen wir beide jetzt hier? Ich habe mein Handy als Spickzettel in der Hand. Und zwar wissen wir ja, dass der Daniel ganz, ganz häufig mit der Polizei zu tun hat. In positivem Sinne, weil er für euch hier in der Region ja auch abchecken muss, dass das alles sauber und cool läuft. Dass die hier keine Razzia durchziehen und uns alle irgendwie Backstage loaden und so. Wollen wir ja alles nicht. Auf der anderen Seite kennen mich von euch vielleicht auch ein paar so mit TÜV und Polizei und Tuning und so weiter. Und tatsächlich haben wir gemeinsam mit der Polizei ein cooles Event auf die Beine gestellt. Das ist jetzt keine Veranstaltung, wie es jetzt heute hier oder so klassische Tuning-Veranstaltungen sind, sondern es ist eigentlich eine reine Präventionsveranstaltung auf Augenhöhe, wo man einfach mal mit den Cops von Mann zu Mann, Frau zu Mann oder auch sonstiges miteinander quatschen kann, aufeinander zugehen kann. Das Ganze findet am 3. August, das müsste der Donnerstag sein, unter der Woche ist das Ganze um 18.30 Uhr am Verkehrsübungsplatz in Wartberg an der B39 zwischen Weinsberg und Heilbronn. Man sagte mir, die Einheimischen kennen diesen Verkehrsübungsplatz. Und da wird es nicht so sein, dass wir beide als Maulwurf euch dahin lotsen und uns dann schöne Packung Chips reinziehen, wenn ihr alle abgeschleppt werdet, sondern wir haben von vornherein klar kommuniziert, wenn irgendwas schief geht, wir sind mehr. Und das hat sich die Polizei zu Herzen genommen und möchte gerne, dass der Daniel unter anderem seine Community auch mobilisiert. Ich meine, und durch diverse Kompetenzen wir gemeinsam mit der Polizei und den Tunern auch versuchen, beispielsweise hier in der Region nach Plätzen zu suchen, wo sich die Tuner einfach ganz gemütlich freitagabends ohne Katz- und Maus-Spiel treffen können. Ob es andere Ideen gibt, was stört uns Tuner tatsächlich in diesem ganzen polizeiwillkürlichen Alltag, der uns jeden Tag entgegengebracht wird, interpretieren wir zumindest so. Warum empfinden wir Diverses, wie wir es empfinden? Warum empfindet die Polizei uns als Feind und Dorn im Auge? Ist es wirklich so? Diese ganzen Themen können an diesem Abend von 18.30 Uhr bis ungefähr 21 Uhr dort debattiert werden. Wir können wirklich mal Mann gegen Mann sprechen, wo ist das Scheißproblem? Kriegen wir es nicht irgendwie in den Griff, zumindest regional? Und es ist einfach wichtig, dass viele Tuner von euch oder auch Nicht-Tuner, Autobegeisterte einfach dazukommen, weil nur dann sieht A, die Seite der Polizei, okay, da ist Redebedarf, die Leute haben Bock, was zu verändern, die Leute wollen reden. Vielleicht muss die Polizei ja dann mal einen Schritt auf uns zugehen. Das tun sie jetzt, indem sie den Platz organisiert haben, uns mit ins Boot geholt haben, damit wir mit euch gemeinsam am 3. August, Donnerstagabends, 18.30 Uhr, Verkehrsübungsplatz zwischen Heilbronn und Weinsberg, miteinander einfach mal diverse doofe Situationen unseres gemeinsamen Alltags angehen können. Genau. Genau, also so ein ganz normaler bilateraler Austausch zwischen Polizei und Autoszene, ich nenne es jetzt Autoszene, weil es ist nicht nur Tuning, sondern es geht darum, US-Cars, Oldtimer, allgemein alle Leute, die autobegeistert sind. Kommt einfach hin, der Dennis macht Moderator, ich werde auch ein bisschen was dazu sagen aus der Veranstaltungsszene. Mit ein bisschen Austausch mit der Polizei und einfach sich mal unterhalten, zu zeigen, dass wir eigentlich immer noch zusammen sind. Nicht dieses, die Polizei, die Autoszene, sondern weil die wissen schon, was ein Tuner und Poster ist. Ich hatte ja auch Gespräche mit der Stadt Heilbronn wegen der Event, wegen der Veranstaltung, Tuning, Bright Night und so Sachen. Und da war ein Polizist und dann habe ich gesagt, was ist denn der Unterschied zwischen Poser und Tuner? Und der konnte mir das super erklären, dass ich gesagt habe, ich habe nichts mehr hinzufügen. Du kennst dich aus, das ist cool, weil wir sind eine Szene, wir sind eine Tuning-Szene und wie ihr gesagt habt, wir fahren nicht schnell, weil wir wollen ja unsere Autos. Wer langsam fährt, ja, wird länger gesehen, war so zumindest früher die Regel. Genau, so ist das Motto. Und deswegen liebe ich auch die Szene so, wie sie ist. Es macht mich immer Spaß und wäre natürlich mega cool, wenn viele von euch am 3. August einfach dabei wären. Also ich und der Dennis sind da. Ihr könnt auch mit uns gerne sprechen, mit der Polizei. Ich werde auch mein Auto mitnehmen, also hier. Er wird sein Auto mitnehmen wahrscheinlich. Ich werde mit dem Coupé wahrscheinlich kommen, genau. Es wird auch die nächsten 2-3 Tage auf jeden Fall seitens der Rennleitung 110, heißt die Instagram-Seite, das ist jetzt die polizeiliche Seite, die werden garantiert in den nächsten 2-3 Tagen ein Insta-Posting abschießen mit einer kleinen Grafik, nochmal allen Daten, warum in 2-3 Tagen, weil ich muss die Grafik machen, ich kam noch nicht dazu.
Die, auf der werde ich natürlich auch markiert. Ich lade die auch hoch, dann bist du auch markiert. Das heißt, ihr kriegt die Infos. Einfach mal Standby bei DS Automotive auf den sozialen Kanälen oder eben auf meinen, wenn ihr mir beispielsweise folgen solltet. Und dann dürft ihr es auch gerne einfach weiterteilen, weil wir wollen, wie ich es eben schon gesagt habe, so viele Leute wie möglich dahin organisieren, um einfach zu signalisieren, okay, man kann solche Abende und Events auch vielleicht mal in einer Regelmäßigkeit stattfinden lassen, wie irgendwelche Bürgerversammlungen oder so. Weil wenn in Frankreich irgendwas scheiße läuft, brennt abends Paris und wir kriegen den Arsch nicht hoch. In diesem Sinne, wir sehen uns am 3. August. Dankeschön. Danke.